Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es dieses Halloween-Tutorial und zwar ein Glam-Vampir mit sehr starken Augen, krassen Wimpern, betonten Lippen und viel Highlight, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt. Ja, es ist so ein bisschen sexy Halloween, also ohne Blut und irgendwas. Und ja, ich hoffe, dass euch dieser Look gefällt und wie ich den Vampire-Look geschminkt habe, zeige ich euch jetzt. Ich habe euch wieder ein Stück rangeholt und wir starten direkt und zwar mit Foundation. Ich habe jetzt hier eine, die ein bisschen heller ist. Das ist natürlich ziemlich gut, weil wir wollen natürlich ziemlich blass aussehen. Das ist jetzt in meinem Fall tatsächlich nicht so schwierig. Und ich nehme jetzt hier die The Ordinary Coverage Foundation in 10N. Das ist jetzt ein neutraler Unterton. Ja, neutral finde ich eigentlich immer ziemlich gut. Pump den kaputt. Macht nichts, ich drehe sie einfach auf. Die gebe ich mir jetzt hier so hin. Die ist halt wirklich sehr, sehr hell. Finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm, weil ich auch vor allem im Winter eben sehr, sehr hell bin und dann mische ich mir immer so ein paar Farben zusammen. Und jetzt nehme ich einfach meinen Foundation-Pinsel und arbeite das an. Wenn uns das reicht, dann nehmen wir Concealer. Und natürlich auch unter die Augen. Und jetzt fixieren wir das Ganze mit Puder. Dann nehme ich von Essence das All About Matte und puder einfach das Ganze einmal ab und fixiere damit eben auch meine Foundation und meinen Concealer. Also eigentlich Standard-Make-up. Das Einzige, was ein bisschen Unterschied ist, ist, dass es ein bisschen heller ist. Jetzt malen wir uns die Augenbrauen nach. Ganz normal, eher noch ein Ticken dunkler als sonst. Da ich aber eh schon dunkle Augenbrauen habe, werde ich jetzt sie einfach ziemlich exakt nachmalen. Man könnte das jetzt auch mit einem Schwarz machen. Aber das wird ja auch eher so ein Beauty Vampir Halloween Look. Dementsprechend können wir die auch nochmal nachmachen. So, wenn wir damit zufrieden sind, dann fangen wir an zu konturieren. Da nehme ich auch einfach einen aschigen Konturton. Eventuell, um den einfach zu vertiefen, gehe ich dann da auch nachher nochmal mit Schwarz drüber. Jetzt konturieren wir die Nase. Dazu nehme ich so einen Schwamm, gehe auch einfach da rein und setze das jetzt hier an. Ich hoffe, ihr seht das.
Das mache ich, wenn ich eine ganz extreme Nasenkontur haben will. Und das Ganze wird jetzt einfach verblendet mit einem Blenderpinsel. Unter der Lippe kann man auch gut mit diesem Schwämmchen machen. Als nächstes kommen wir zu den Augen und die machen wir rot-schwarz. Und deshalb fange ich jetzt erstmal mit einem schwarzen matten Ton an und gebe mir den in die Lidfalte. Der ist nicht ganz so krass pigmentiert. Deshalb finde ich den ganz gut, so erstmal um aufzubauen und erstmal überhaupt so ein bisschen was in die Lidfalte zu bringen. So, jetzt haben wir das hier schon mal. Das nächste wäre tatsächlich roter Lidschatten. Ich habe keinen roten Lidschatten gehabt, deshalb habe ich mir jetzt hier bei DM von P2 dieses Bloggers Loves mattes Lip Puder. Das ist jetzt hier von Design Dschungel. Also hier einmal Grüße an Design Dschungel. Und das ist eben so ein richtiges Rot. Das ist jetzt Lippenpuder, aber um ehrlich zu sein, verstehe ich den Unterschied sowieso nicht. Deshalb nehmen wir jetzt diesen hier. Und den trage ich jetzt auch einfach mit einem Pinsel komplett einmal, oh wei, auf mein Lid auf. Jetzt fange ich an, das Ganze zu verblenden und dazu nehme ich aus der Fix Edition von BH Cosmetics, das ist so eine Riesenpalette, einen dunkelroten Ton. Der ist schon fast so burgundermäßig, der sieht so aus, also den hier nehme ich jetzt einmal und fange damit jetzt an zu verblenden, denn wir wollen ja nachher einen schönen Übergang und damit wir den auch bekommen, ja, nehme ich jetzt hier so einen Pinsel und hoffe, dass das geht zum Verblenden. Jetzt nehme ich tatsächlich schwarz und da nehme ich aber den von der My Masters Palette, den schwarzen Lidschatten von Essence, denn der ist tatsächlich super, super gut pigmentiert. Da muss man jetzt auch richtig vorsichtig mit sein. Und den gebe ich mir jetzt komplett in meine Lidfalte. Auch nicht schlimm, wenn ihr kein Dunkelrot habt. Ich wollte das nur irgendwie so ein bisschen softer verblenden. Geht, glaube ich, aber auch einfach mit Braun. Dann ist vielleicht sogar noch ein bisschen nicht ganz so lila stichig. Ich habe nämlich jetzt das Gefühl, dass das Schwarz so ein bisschen, dass das Lila durchs Schwarz durchkommt. Das natürlich braucht man nicht so. So, wenn wir das jetzt geschafft haben, dann geht es jetzt ans Verblenden. Dazu nehme ich einen Blenderpinsel und jetzt wirklich schön ausblenden. Das nimmt natürlich jetzt auch ein bisschen Farbe weg. Das ist aber nicht schlimm. Denn dann nehmen wir einfach Schwarz auf den Blenderpinsel und blenden das Schwarze nochmal ein. Thank you.
Jetzt kommen wir an den unteren Wimpernkranz und da nehme ich jetzt wieder das Rot und gebe mir das hier in die Mitte. Und jetzt nehme ich dasselbe und gehe in das Schwarze und verbinde den Rest mit Schwarz. Was natürlich überhaupt nicht fehlen darf, ist Eyeliner. Der muss jetzt, finde ich, gar nicht so krass perfekt sein. Was jetzt noch fehlt, ist Rouge. Da nehme ich jetzt auch einfach so ein rotes, mattes. Nicht viel, nur so ein bisschen. Jetzt kommen wir zu den Lippen und da nehme ich einfach einen Kajal und umrande mir meine Lippen wie ein Lip Liner. Da darf man jetzt auch gerne übermalen, wenn man das möchte. Und jetzt mache ich noch roten Lippenstift in die Mitte. Ich klebe mir jetzt noch Wimpern an und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe mir jetzt schnell die Wimpern angeklebt und ich habe hier noch so einen roten Gloss, der ist aus einer LE von Trend It Up genommen und mich hier noch mal so ein bisschen Gloss in die Mitte gegeben, denn der ist so richtig schön rot. Wimpern habe ich jetzt sehr extreme genommen. Hier trocknet gerade noch der Kleber. Alles nicht schlimm. Das, was jetzt wirklich noch fehlt, ist tatsächlich Highlight. Deshalb highlighten wir jetzt und ich würde auch sagen, nicht zu knapp. Deshalb nehme ich jetzt auf einem Finger, auch aus der My Must-Haves Palette, so einen weißen und gebe mir den erstmal hier so hin. Verblende den dann. Ich finde, Highlight darf schon ein bisschen extremer sein. Ich will halt gerne so ein, seht ihr das, wie krass der ist, so einen hellen Highlight haben. Deshalb gebe ich den jetzt erstmal mit dem Finger auf. Uhuhu. Und jetzt nehme ich einen Highlight-Pinsel und verblende das Ganze mal. Ja, das ist schon ein guter Highlight. Der ist halt richtig weiß, der Highlight. Den möchte ich auch noch so ein bisschen hier. Und ein bisschen hier. Und ein bisschen noch hier runter. Jetzt fehlt noch ein Highlight und da nehme ich jetzt einfach mal so einen Pinsel für und nehme denselben Ton und mache den hier unter die Augenbraue, zumindest da, wo er noch hinpasst. Aber es ist ja auch Halloween, deshalb finde ich, darf das definitiv sein. So ihr Lieben, das war's mit meinem Vampire Halloween Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich finde ihn ganz cool, weil er so ein bisschen sexy ist mit viel Highlight, krassen Lippen. Rot ist ja eh immer verführerisch und es ist eben auch noch schön. Also man kann natürlich auch dezentere Wimpern nehmen. Dann ist das noch ein bisschen weniger oder auch hautfarbenes Make-up und nicht so helles Make-up, dann ist das auch noch mal ein bisschen natürlicher, sage ich mal. Ist so eine Mischung zwischen Halloween und normal. Also ist natürlich schon irgendwie ein bisschen extremer, auch mit dem Rot überall. Aber ich finde, dass das eben zum Vampir sehr, sehr gut passt. Gerade auch, wenn man sich so ein bisschen heller schminkt als sonst. Und ja, der Highlight ist natürlich, wow, ich
hoffe, der kommt in der Kamera so gut rüber, wie er wirklich ist. Der ist nämlich sehr, sehr krass, vor allem hier auch. Wow. Aber ich finde, das darf sein an Halloween. Und ja, ich werde mir dazu jetzt wahrscheinlich noch Locken machen und so ein bisschen Wamp-mäßiger die Haare. Ja, ich hoffe, dass euch der Look gefällt. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und lasst gerne ein Abo da. Darüber freue ich mich so, so doll. Und ja, kommentiert mal, wie ihr den Look findet und was ihr an Halloween macht. Und dann sage ich jetzt danke fürs Einschalten und bis zu meinem nächsten Video. Muah.